Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht's allen gut. Willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Heute machen wir Stressbälle oder Anti-Stressbälle müsste es eigentlich heißen. Kennt ihr das, wenn ihr gestresst seid? Die knautscht ihr dann immer zum Beispiel, wenn ihr gerade beim Lernen seid oder so oder überhaupt irgendwie angespannt seid. Oder es soll auch richtig gut sein, zum Beispiel für Leute, die Nägel kauen oder sowas, dass man dann da ein bisschen sich beschäftigt und dann nicht unterbewusst anfängt, an den Händen irgendwas zu machen. Also vielseitig einsetzbar und sehr, sehr einfach zu machen. Ich habe dann gleich noch verschiedene Varianten für euch gemacht. Dann könnt ihr euch aussuchen, was euch am besten gefällt. Vergesst natürlich nicht, meinen Kanal noch zu abonnieren, damit ihr keine coolen Videos mehr von mir verpasst. Und ich wünsche euch nur noch ganz viel Spaß bei diesem Video. Für die Masse, die wir hineinfüllen, braucht ihr Bastelkleber. Der hat nämlich kein Lösungsmittel und den kann man auch abwaschen von der Kleidung, falls mal was daneben gehen sollte. Und außerdem braucht ihr einfach nur flüssiges Waschmittel und optional Lebensmittelfarbe eurer Wahl. Dann habe ich noch später eine Variante mit Glitzer ausprobiert. Das ist einfach nur Bastelglitzer. Den braucht ihr aber auf jeden Fall nicht unbedingt. Was ihr aber braucht, sind Ballons, um euren Stressball zu machen. Und wir basteln uns einen Trichter nachher aus einer leeren Flasche und schneiden das vorne ab. Auch für die andere Variante brauchen wir ein Netz. Da habe ich einfach so ein Zwiebelnetz genommen. Ihr könnt dazu auch eine Netzstrumpfhose nehmen zum Beispiel oder so Zitronennetze, sowas in der Art. Ich fülle einfach den Kleber in eine Schale. Ich habe jetzt die halbe Flasche hier genommen, gebe noch etwas blaue Lebensmittelfarbe hinzu und dann nach und nach das Waschmittel. Wie ihr seht, ändert sich dann schon die Konsistenz und ihr solltet am Ende so einen coolen Schleim haben. Das Ganze ist ideal, wenn es nicht mehr an euren Fingern klebt, also füllt immer wieder ein bisschen mehr von dem Waschmittel hinzu und verrührt das gut. Dann nehmt ihr euch euren Ballon und schneidet vorne an der Flasche das Stück ab, damit ihr einen Trichter habt und füllt das hinein. Das ist zugegeben ziemliche Fummelarbeit und ihr könnt auch Stifte und so weiter als Hilfsmittel dazu nehmen und braucht ein bisschen Geduld, aber ich habe an dem Tag ja mehrere gemacht und die letzten, die gingen dann so ruckzuck, da hat man total den Dreh dann raus. Dann knotet ihr den Ballon vorne zu, schneidet das überstehende Stück ab, guckt, dass er gut zu ist und ihr könnt knautschen. Das macht so, so Spaß. Also die Konsistenz ist wirklich richtig, richtig toll. Und wie ihr seht, das Ganze ist auch stabil. Ich gehe da auch richtig mit den Nägeln rein. Sollte das Ganze mal irgendwie reißen oder so, ist es auch nicht so schlimm, weil dann kommt einfach wieder dieser kompakte Schleim hinaus und der klebt eigentlich nirgends an oder so oder gibt eine totale Sauerei. Den könnt ihr gut entfernen. Wie ihr gesehen habt, hat man aber die Farbe nicht gesehen. Das lag daran, dass mein Ballon einfach nicht dünn genug war. Also habe ich das nochmal mit diesem dünneren rosa Ballon gemacht und wie ihr seht, das gibt einen mega coolen Effekt, wenn ihr das drückt, dass es die Farbe dann verändert, weil dieses Blau durchkommt. Jetzt machen wir noch die Variante mit dem Netz. Ihr gebt das Ganze einfach in das Netz hinein, das Ganze schön eng, damit das auch nachher funktioniert und müsst das eindrehen und mit etwas festmachen. Ich habe hier Zahnseide genommen, ihr könnt auch Kabelbinder zum Beispiel nehmen. Schneidet das Überschüssige wieder weg. Gleich werdet ihr sehen, was das für einen coolen Effekt macht und zwar drückt das dann diese Bläschen hinaus. Ihr könnt aber definitiv einfach beide Varianten machen, das ist kein Muss mit dem Netz. Ihr könnt den Ball auch so drücken. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr persönlich besser findet. Ich habe das dann noch mit dem Glitzer ausprobiert. Dazu müsst ihr das einfach nur zu der Masse hinzugeben. Man hat das nicht wirklich gesehen, dass es glitzert, aber irgendwie sah es trotzdem cool aus, fand ich. Also fand ich das auch nicht schlecht und das ist wieder die Netzvariante. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir noch gerne einen Daumen hoch, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Do-It-Yourself findet. Und ob ich noch weitere Sachen in der Art machen soll, dann würde ich sagen, ihr guckt noch unbedingt bei den Do-It-Yourself Glitzer Donuts vorbei. Die sind mega, mega lecker geworden. Super einfach, sind einfach aus dem Ofen, ihr braucht keine Fritteuse und sehen hammer aus. Die sind halt gold und glitzernd, mein Hallo. Der Link ist auch in meiner Infobox dazu und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.